Elena Klose lebt mit ihrem Mann Torben und den gemeinsamen Kindern Zoe und Fabian am Stadtrand von Berlin. Die 40-Jährige verbringt viel Zeit mit ihrer Mutter Rosi und führt ein vermeintlich perfektes Leben. Doch der Schein trügt. Denn vor 2 Jahren erlitt Elena eine Fehlgeburt, wurde depressiv und alkoholabhängig. Inzwischen ist sie trocken und glaubt, das Schlimmste überstanden zu haben. Sag mal, wann kommen denn die Kinder genau wieder? Die kommen morgen, hole ich sie vom Bahnhof ab. Aha. Dann waren sie aber auch 2 Wochen weg und das reicht dann auch, ne? Und wenn du sie abholst, sag bitte liebe Grüße. Mach ich. Aber du siehst sie ja bestimmt dann auch gleich wieder. Hier dein Wasser. Ich will mal gucken, ob du... Siehst du eine Nachricht? Eine Nachricht. Nachricht 1. Herr Klose, Robert Schulz hier. Ihr Makler, ich kann Sie leider auf dem Handy nicht erreichen und versuche deswegen nochmal auf dem Festnetz. Die Hausbesichtigung heute an der Bachstraße 17 findet nämlich nicht um 15 Uhr, sondern erst um 16 Uhr statt. Ich muss das leider um 1 Stunde verschieben. Tut mir leid. Ich hoffe, für Sie und Ihre Frau ist das kein Problem. Wiedersehen wir später dann. Bitte? Ende der Nachrichten. Ist da irgendwas im Busch, was ich nicht weiß? Wollt ihr umziehen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich kenne keinen Herrn Schulz. Und ich weiß auch nicht, dass wir einen Makler haben. Kann doch nicht sein. Hausbesichtigung. Mama, ich weiß, was eine Hausbesichtigung ist, aber wir haben ein Haus. Also da muss ich mich doch schon sehr wundern. Die Kinder kriegen teure Geschenke, Glitzerkram, Tablet. Du kriegst ein neues Haus. Und Oma ein Glas Leitungswasser. Prost. Ich hol mir jetzt mal eine Selta. Es gibt schlimmere Probleme, als dass Torben ein neues Haus kauft. Aber er hätte ja vorher fragen können. Wir fühlen uns wohl hier in unserem Haus. Aber ihm zuliebe fahre ich jetzt hin und guck mir das an. Eine knappe Dreiviertelstunde später erreicht Elena mit ihrer Mutter Rosi die vom Makler genannte Adresse im Berliner Hansaviertel. Kaum an der Immobilie angekommen, traut die gelernte Erzieherin ihren Augen kaum. Auch ihr Ehemann Torben ist vor Ort. Und das in fremder weiblicher Begleitung. Was läuft denn hier? Elena, was machst du denn hier? Die Frage ist, was du hier machst. Wer ist das? Torben, du hast dir nichts gesagt. Was gesagt? Wir sind seit Monaten schon zusammen. Ihr seid zusammen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Einfach so? Doch. Schatz, Elena, es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass du es so erfährst. Aber es stimmt, ja, ich hab mich neu verliebt in Annika. Ja, und wir haben uns hier dieses Haus gekauft. Ihr habt euch ein Haus gekauft. Ja, das kam jetzt überraschend. Ich fühle mich auch mies deswegen. Oh, das kannst du aber gut verbergen. Man merkt es dir überhaupt nicht an, wie mies ja, du dich fühlst. Die, Elena, hör doch mal. Ich meine, deine Depression, deine Sucht. Ich meine, du warst in der Klinik, du warst in Behandlung. Ich war zu Hause alleine. Oh. Ich musste mich um die Kinder kümmern. Ich hatte meine Arbeit. Und da habe ich Annika kennengelernt. Und jetzt bin ich schuld? Ich sag doch nicht, dass du schuld bist, aber deine Trinkerei, ja, die hat unsere Ehe zerbrechen lassen. Die Liebe, die ist auf der Strecke geblieben. Das musst du doch auch gemerkt haben. Nein, habe ich nicht. Er wollte sich schon längst getrennt haben. Ach was. Ja, einen Anwalt hat er auch schon eingeschaltet. Du hast einen Anwalt? Und er wird auch erstmal zu mir ziehen, in meine Wohnung. Bis das mit dem Kaufvertrag hier geregelt ist. Weißt du, Tom, das ist so mies und hinterhältig, was du hier abziehst. Komm jetzt, komm einfach weg hier. Das werden wir haben, ja. Das ist mit Abstand der schlimmste Moment in meinem Leben. Und auch eine große Enttäuschung. Ich habe Fehler gemacht, das weiß ich. Ich bin bestimmt auch nicht stolz darauf. Aber Torben weiß ganz genau, dass ich nicht einfach so angefangen habe zu trinken, sondern dass es an der Fehlgeburt lag. Du warst die ganze Welt für mich. Nach einer schlaflosen Nacht, in der Torben nicht nach Hause gekommen ist, hat Elena einen Termin bei Rechtsanwalt Bernd Römer. Rosi hat das kurzfristige Treffen arrangiert, damit ihre Tochter und die Kinder nach der Trennung finanziell abgesichert sind. Ich möchte die Scheidung, und zwar sofort. Sofort geht das nicht, das hatte ich ihrer Mutter auch schon am Telefon erklärt. Sie müssen ein Trennungsjahr einhalten, das heißt, sie müssen ein Jahr von Tisch und Bett getrennt leben. Die Formulierung haben Sie mit Sicherheit schon mal gehört. Das kann auch in derselben Wohnung passieren oder im selben Haus. Also wie ich gehört habe, hat sich mein Schwiegersohn mit seiner neuen Freundin bereits um eine neue Bleibe gekümmert. Woraus man schließen kann, dass er bestimmt nicht die Absicht hat, zu meiner Tochter und den beiden Kindern zurückzukehren, um mit denen wieder zu leben. Also das ist sicherlich durch. Gut. Das ging alles so schnell. Ich habe überhaupt gar nicht
damit gerechnet. Er ist seit Monaten mit einer anderen Frau zusammen und ich habe nichts mitbekommen. Seit Monaten? Ja. Das ist ein harter Schlag für Sie. Das tut mir sehr leid. Wie geht denn das jetzt weiter? Bekomme ich Unterhalt? Ich bin Kindergärtnerin, aber seit schon lange nicht mehr im Beruf und bin jetzt Aushilfe in der Tankstelle. Davon kann man keine drei Menschen ernähren. Muss ich jetzt Hartz IV beantragen? Nein, das müssen Sie nicht. Da kann ich Sie beruhigen. Sie haben natürlich Anspruch auf Trennungsunterhalt und zwar ab sofort bis zum Zeitpunkt der rechtskräftigen Scheidung. Das heißt, das Trennungsjahr ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, dass das eingehalten werden muss. Bis dahin sind Sie auf jeden Fall sicher versorgt. Danach muss man weitersehen, wie dann Ihre Situation ist. Was Ihre Kinder angeht, die haben Anspruch auf Unterhalt bis zum Abschluss einer ersten Berufsausbildung. Was macht Ihr Ehemann beruflich? Können Sie mir das sagen? Der ist Ingenieur. Der verdient ganz gut. Okay. Prima, das hört sich doch zumindest ganz gut an. Dann dürfte es da keine Probleme geben. Ich werde mir dann einen Überblick verschaffen, Einblick nehmen in seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse, damit ich dann die Höhe des Unterhaltsanspruchs beziffern kann und dann werde ich den auch geltend machen. Ich verstehe es immer noch nicht. Alles hinter meinem Rücken und ich habe nichts mitbekommen. Das ist eine ganze Menge, was da jetzt gerade auf Sie einstürmt, richtig? Aber es ist ja gut, wenn Sie Ihre Mutter an Ihrer Seite haben, die unterstützt Sie. Und wie sieht es aus finanziell? Sind Sie jetzt erstmal ganz kurzfristig versorgt? Ja, ich denke schon. Also ich war noch nicht am Konto, aber ja. Wenn alle Stricke reißen, du weißt, wir schaffen das. Wir haben immer alles geschafft zusammen. Ich helfe dir, wo es geht, okay? Gut, prima. Das ist doch ein Wort. Ich kümmere mich jetzt darum, dass ich die Geschichte mit den Unterhaltsansprüchen in die Wege leite und dann melde ich mich sofort bei Ihnen. Ich hoffe, dass es zügig geht. Mit meiner Vorgeschichte, der Alkoholsucht und der Depression, finde ich doch keine Anstellung mehr als Kindergärtnerin. Außerdem habe ich seit über 2 Jahren in dem Job nicht gearbeitet. Das wird nichts. Und dann kommen heute auch noch Fabian und Zoe aus den Ferien zurück. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihnen das beibringen soll. Zurück zu Hause fällt Elena in ein tiefes Loch. Die zweifache Mutter steht vor den Scherben ihrer Ehe und hat wahnsinnige Angst vor der Zukunft. All die negativen Gefühle, die sie nach der Fehlgeburt vor 2 Jahren verspürte, kommen plötzlich wieder hoch. Und die Versuchung, ihren Kummer in Alkohol zu ertränken, ist riesig. Doch ein Rückfall wäre fatal. Am späten Nachmittag kehren Fabian und Zoe aus den Ferien heim. Eigentlich sollte Elena den 14-Jährigen und seine 2 Jahre ältere Schwester am Bahnhof abholen. Doch sie ist nicht aufgetaucht und war auch telefonisch nicht erreichbar. Mama, wir sind wieder zu Hause. Mann, wo ist sie denn? Keine Ahnung. Am Bahnhof war sie nicht, hier ist sie nicht. Versteh ich nicht, echt. Keine Ahnung, wo sie ist. Oh Gott, Mama! Mama, wach auf! Mama, bitte. Sie hat wieder angefangen zu trinken. Ja, das sehe ich auch. Wach auf, bitte. Und was machen wir denn jetzt mit ihr? An Fabian, ruf den Krankenwagen, los. Ja, okay. I see fire inside the mountain. Dank ihrer Kinder konnte Elena gerade noch rechtzeitig ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die zweifache Mutter hatte eine schwere Alkoholvergiftung und ist erst einen Tag später wieder bei vollem Bewusstsein. Oma Rosi, Zoe und Fabian besuchen sie in der Klinik. Das war der totale Horror. Ja, das war eine Ausnahmesituation gestern. Das war alles so ein bisschen viel. Und dann, ich weiß, das ist nicht schön für euch, aber es kommt nicht nochmal vor. Papa war gestern bei uns. Er hat uns erzählt, dass ihr euch getrennt habt und dass er eine neue Freundin hat. Da muss ich mich für entschuldigen, das ist meine Schuld. Er stand gestern vor der Tür und wollte mit den Kindern sprechen. Was sollte ich machen, konnte ihn ja nicht wegschicken, wenn er vor seinem Haus steht und rein möchte. Nun wissen sie es. Ja, Mama, ist schon okay. Wie geht's euch damit? Das stimmt leider. Beschissen. Da kommt man einmal aus den Ferien und dann ist alles für den Arsch. Also, wir machen mal jetzt hier ein Päuschen. Und ihr seid so lieb, geht schon mal vor, ich komme gleich nach. Okay.
Mutter braucht Ruhe, die ist noch sehr angeschlagen. Wir reden zu Hause, ne? Tschüss. Tschüss. Kommt erstmal gut an. Ja. Jetzt hör mir mal gut zu. Ich habe mit dem Arzt gesprochen, der hat mir bestätigt, es war ein wirklicher Rückfall. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du noch mal in eine Entzugsklinik möchtest und die Kinder alleine lassen willst über einen längeren Zeitraum. Das kannst du doch nicht wollen. Die Kinder brauchen dich, ich brauche dich. Also sei so lieb und reiß dich zusammen, okay? Ja, Mama. Versprochen? Ja, ich weiß, so ein Rückfall darf nicht noch mal passieren. Aber dass Torben sich hinter meinem Rücken ein neues Leben aufgebaut hat, das hat mich total fertig gemacht. Ich war wie ferngesteuert. Und die Kinder, sie tun zwar immer so erwachsen, aber sie sind es nicht. Sie brauchen mich. Das darf nicht nochmal passieren. Die Nachricht über den gestrigen Notarzteinsatz hat inzwischen auch Rechtsanwalt Bernd Römer erreicht. Alinas Mutter Rosi hatte ihm vor einer halben Stunde Bescheid gegeben. Allerdings weiß der Jurist noch nicht, warum Elena im Krankenhaus liegt. Ich weiß, es geht mich nur bedingt was an, aber was ist denn eigentlich passiert? Es ist mir auch ein bisschen unangenehm, aber vor 2 Jahren, da hatte ich eine Fehlgeburt und da bin ich schwer depressiv geworden und habe mich dem Alkohol ergeben. Ich bin aber seit 2 Jahren trockene Alkoholikerin, ja, bis gestern. Und die Situation mit meinem Mann und mit dieser Tussi, da war noch eine Flasche Alkohol zu Hause. Und Sie dürfen noch keinen Alkohol zu Hause stehen haben als trockene Alkoholikerin, Frau Klose. Sie dürfen keinen Alkohol im Haus haben. Sagen Sie mal, kommen Sie alleine da wieder raus? Ja klar, auf jeden Fall, das war ein Ausrutscher. Wissen Sie, ich muss Ihnen das dann so klar sagen. Wenn Sie wieder ein Problem bekommen mit der Trinkerei, wenn Sie das nicht in den Griff bekommen, dann werden Sie deswegen möglicherweise die Kinder verlieren. Das muss Ihnen klar sein. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Die Kinder sind mein Ein und Alles. Gut, Frau Klose, ich bin eigentlich hier, um mit Ihnen über was ganz anderes zu sprechen. Auch nicht so besonders schön. Es geht um die Unterhaltsansprüche. Die werden wir anscheinend vor Gericht durchfechten müssen. Ich hatte dem Anwalt ja eine Frist gesetzt. Die läuft morgen ab. Bis dahin wollte ich wissen, was hat Ihr Mann an Einkommen? Da ist bis jetzt nichts gekommen, keine Auskunft, gar nichts. Also, da müssen wir wahrscheinlich vor Gericht gehen. Guten Tag. Schönen guten Tag. Frau Klose, nehme ich an. Guten Tag, Stefan Ahrens. Ich bin der Anwalt Ihres Mannes. Ich bin auch gleich wieder weg. Bitte, wer sind Sie? Stefan Ahrens, der Anwalt des Mannes von Frau Klose. Nehmen Sie mal bitte Ihren Koffer darunter. Ja. Das ist hier ein steriles Bett, ein Krankenhausbett. Da wollen wir sowas gar nicht drauf haben. Und können Sie mir bitte sagen, was Sie hier machen am Krankenbett meiner Mandantin? Damit verstoßen Sie gegen das anwaltliche Umgehungsverbot. Und das ist standesgemäß, das wissen Sie genau. Und schon gar nicht haben Sie im Krankenhaus zu erscheinen, wenn meine Mandantin Ruhe braucht. Das sind alles Kleinigkeiten, die kann man doch ignorieren. Es geht nur darum, dass im Zuge der Trennung und der Scheidung das Haus veräußert werden soll, um den Vorgang ein bisschen zu beschleunigen, brauche ich nur hier Ihre Unterschrift, weil Sie sind ja auch Miteigentümer. Nur kurz Ihre Unterschrift, dann bin ich sofort wieder verschwunden. Sie nehmen das Ding sofort wieder weg, packen das in Ihr Köfferchen und dann gehen Sie bitte dort zu dieser Tür raus, sonst kriegen Sie Ärger mit mir und Sie kriegen Ärger mit der Rechtsanwaltskammer. Sie haben hier nichts verloren. Meine Mandantin braucht Ruhe und Erholung. Hier ist nicht der Ort, um irgendwelche Verhandlungen zu führen. Der Vorgang sollte nur beschleunigt werden, denn je schneller Frau Klose aussieht, desto eher können wir Besichtigungen durchführen. Es wird keine Besichtigung geben, das sage ich Ihnen. Sagen Sie das Ihrem Mandanten ganz klar und deutlich, sonst kriegt er ganz große Probleme und Sie mit. Unfassbar! Der will das Haus verkaufen? Darf er das? Natürlich nicht. Das ist Unsinn. Sie sind doch Eigentümerin, Miteigentümerin, zu gleichen Teilen, genau wie Ihr Mann, oder? Ja, ich stehe im Grundbuch. Gut, also, dann kann Ihr Mann ohne Ihr Einverständnis überhaupt nichts machen. Da kann gar nichts passieren. Also das, was der Anwalt der Gegenseite gemacht hat, das geht so gar nicht. Das ist ganz klar standeswidrig. Er hat nicht das Recht, sich direkt mit meiner Mandantin in Verbindung zu setzen. Er muss über mich gehen. Und dann auch noch hier ins Krankenhaus zu kommen, um den Überraschungsmoment auszunutzen, um meiner Mandantin da irgendeine Unterschrift abzunötigen, das geht wirklich überhaupt nicht. Und das werde ich der Rechtsanwaltskammer auch so mitteilen. 2 Tage später wird Bernd Römers Mandantin aus der Klinik entlassen und schaut mittags mit ihrer Mutter Rosi in der Kanzlei vorbei. Es gibt einiges zu klären, denn Elenas noch Ehemann Torben hat einen Plan ausgeheckt, wie er seine Frau aus dem Haus vertreiben will. Ich habe ein Schreiben bekommen vom Anwalt Ihres Mannes und Ihr Mann schlägt Ihnen darin Folgendes vor, beziehungsweise verlangt das direkt. Er möchte jetzt nämlich mit seiner neuen Lebensgefährtin in die bisherige gemeinsame eheliche Wohnung einziehen. Was? Genau.
Der möchte er in diesem Haus wohnen, bis zu dem Zeitpunkt, in dem die beiden sich ein neues Haus gekauft haben. Ich soll mit ihm und seiner Freundin unter einem Dach leben. Ja, für den Fall, dass Sie sich das nicht vorstellen können, bietet Ihr Mann Ihnen naja an, in eine Ersatzwohnung zu ziehen, die er Ihnen anscheinend irgendwie zur Verfügung stellen möchte. Da sollen Sie mit den Kindern dann hinziehen. Ach, das ist aber ritterlich von ihm. In die Ersatzwohnung kann er doch gleich einziehen, wenn er die schon hat. Ich, Fabian und Zoe, wir bleiben im Haus. Es reicht jetzt. Natürlich, da haben Sie recht. Das hier ist ein wirklich absurder Vorschlag. Das ist unzumutbar. Es ist unzumutbar für Sie als Mutter mit zwei Kindern auszuziehen und sich eine neue Wohnung zu suchen oder auch in eine zur Verfügung gestellte Ersatzwohnung zu ziehen, wenn er mit seiner neuen Lebensgefährtin da auf einmal mit Ihnen unter einem Dach wohnen sollte. Also das geht natürlich überhaupt nicht. Das ist wirklich Unsinn. Ich werde Folgendes beantragen. Ich werde jetzt beantragen, dass Ihnen die eheliche Wohnung zugewiesen wird. Und das bedeutet, Sie können mit den Kindern dort wohnen bleiben und zwar bis zur Scheidung sicher. Und das dauert ja nun noch eine Weile. Leider oder zum Glück, wie man es dann sieht. So schlimm das jetzt ja auch alles ist, ich möchte eigentlich nicht mit Torben kämpfen. Und die Kinder sollten vor allem nicht mitkriegen, was ihr Vater jetzt gerade abzieht. Gibt es nicht einen anderen Weg? Können wir außer vor Gericht zu gehen? Den gibt es natürlich. Das ist eine sehr vernünftige Einstellung. Das muss ich sagen, erlebe ich sehr selten. Das ist natürlich immer besser, wenn man eine außergerichtliche Einigung herbeiführt, als wenn man sich dann vor Gericht streitet. Ich könnte versuchen, mit Ihrem Mann zu reden. Ich könnte versuchen, Ihrem Mann noch mal ins Gewissen zu reden und ihm klarzumachen, dass eben seine Kinder, die für die ganze Geschichte ja nun wirklich überhaupt nichts können, dass sie da extrem drunter leiden. Also ich hätte zum Beispiel heute Abend sogar noch Zeit. Da könnte ich das machen. Okay, dann machen wir das so. Dann versuchen Sie das. Now is the day, time to forget, come. In der Hoffnung auf eine außergerichtliche Einigung macht sich der Anwalt abends auf den Weg zu Elenas noch Ehemann Torben, der vorübergehend zu seiner neuen Freundin Annika gezogen ist. Bernd Römer möchte ihm ins Gewissen reden, dass er seinen Kindern nicht ihr Zuhause wegnehmen kann. Ihre Frau und ihre Kinder stehen momentan ohne einen Cent da. Und ich frage sie, wovon sollen die eigentlich leben? Elena ist Kindergärtnerin, die kann arbeiten gehen, das machen andere auch. Und Fabian und Zoe, die sind alt genug? Alt genug wofür? Herr Klose, die müssen auch irgendwo von leben. Und ihre Frau ist Kindergärtnerin, die ist ohne Job. Selbst wenn die jetzt sehr zeitnah eine Anstellung findet, davon verdient sie doch nicht so viel, dass sie sich und die Kinder gut durchbringen kann und über Wasser halten kann. Das geht doch nicht. Wollen Sie wirklich, dass Ihre Frau und Ihre Kinder zum Amt gehen müssen, dass sie Zuschuss beantragen müssen, dass die Hartz IV bekommen und Sie gehen, wie man das so hört, in ein neues Haus? Sie wollen sich ein neues Haus kaufen? Für meine Kinder werde ich immer da sein. Aber bei meiner Frau, das muss ich mir noch mal überlegen. Okay. Wollen Sie auch ein Bier? Nein, herzlichen Dank. Aber vielleicht können wir uns setzen. Für ein Bier ist mir noch zu früh. Bitte. Ja, danke. Also, wie gesagt, ich bin nicht als Anwalt hier. Aber ich möchte Ihnen trotzdem dann mal das Szenario ein bisschen ausmalen. Für den Fall, dass Sie sagen, Sie bleiben bei Ihrer Einstellung, so wie sie jetzt ist. Wenn Sie sich dem komplett verweigern, dann geht's über Ihren Anwalt und dann geht's vor Gericht. Dann gibt's eine Stufenklage. Das heißt, erstmal müssen wir Auskunft verlangen. Was verdienen Sie? Wie ist Ihr Vermögen? Ganz genau, das müssen Sie alles offenlegen. Danach müssen Sie den Unterhalt bezahlen. Das wird dann gerichtlich festgesetzt. Wenn Sie dann immer noch nicht zahlen, wird Ihr Konto gepfändet. Sie sind ein gut verdienender Ingenieur. Sie sind angestellt. Wir kommen an das Geld ran. Sie zahlen es am Ende sowieso. Die ganzen Prozesskosten auch. Und ich bitte Sie, Sie muten den Kindern ja sowieso schon was zu. Und jetzt wollen Sie auch noch deren Elternhaus verkaufen und die auf die Straße setzen. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Ja, für meine Kinder bin ich immer da. Nochmal, ja? Die werden mich nie verlieren. Ja? Das wird nie passieren. Aber Sie sind dabei, die Wohnung zu verkaufen, das Haus zu verkaufen. Und nochmal, wenn das übers Gericht läuft, dann beantrage ich eine gerichtliche Wohnungszuweisung. Und selbstverständlich wird jedes Gericht der Welt sagen, die Frau mit den Kindern bleibt in diesem Haus wohnen. Verstehen Sie Ihre Idee, dass Sie da einziehen können? Sie haben ja pro forma auch noch eine Ersatzwohnung da in den Raum gestellt. Aber Ihre Idee, da einzuziehen mit Ihrer neuen Freundin, das den Kindern zuzumuten, mit der Mutter und der neuen Freundin des Vaters, unter einem Dach zu leben. Herr Klose, das ist absurd. Das funktioniert so nicht. Ja, vielleicht war das jetzt ein bisschen überstürzt, aber wir wollten die Wohnung halt kündigen, damit wir den Kredit schneller abbezahlen können für das neue Haus. Herr Klose, dass Sie sich trennen wollen, dass Sie mit einer neuen Frau sich ein neues Leben aufbauen wollen, so schnell wie möglich, dazu habe ich überhaupt nichts zu sagen. Aber auf dem Rücken der Kinder geht das nicht, ohne Rücksicht auf Verluste. Das macht keinen Sinn. Überlegen Sie sich das bitte nochmal. Ich bin da kein Unmensch und ich liebe meine Kinder und möchte sie nicht im Stich lassen. Und natürlich soll es ihnen gut gehen. Aber für mich ist das auch gerade verdammt viel.
Vielleicht sollte ich das Haus doch nicht verkaufen. Das Gespräch mit Bernd Römer hat Torben klargemacht, dass das Haus für Zoe und Fabian mehr als nur ein Dach über dem Kopf ist. Als Annika von der Arbeit kommt, merkt sie sofort, dass ihren Lebensgefährten etwas bedrückt. Was ist los? Ach, Elenas Anwalt war vorhin hier. Was ist der denn hier? Es ging um den Hausverkauf. Hat mir gesagt, dass die Kinder darunter leiden würden und dass ich ihnen ihr Zuhause wegnehme. Und ich glaube, er hat recht. Ich glaube auch, ich lasse das mit dem Hausverkauf. Ich meine, die sind da groß geworden, ja? Ich meine, wir können doch bei dir hier wohnen bleiben und die Raten, die können wir auch so irgendwie abbezahlen. Was? Tom, die ist ein psychisches Wrack. Die hat sich total besoffen. Ständig. Die kann doch gar nicht mehr für die Kinder sorgen. Ich weiß. Aber das war doch nur ein einmaliger Rückfall. Das würde ich an ihrer Stelle auch sagen. Einmal Alkoholiker, immer Alkoholiker. Ja oder nein, muss nicht sein. Sonst lass die Kinder doch bei uns wohnen. Die Wohnung ist groß genug, wir haben noch Platz und wir ziehen ja eh bald ins neue Haus. Die Kinder bei mir, bei uns, ist ein schöner Gedanke, ja. So könntest du den Unterhalt sparen. Und wir brauchen ja sowieso noch ein paar Möbel. Ja, und eine neue Küche hätte ich ja auch gern für unser Haus. Und das macht ja wirklich nichts aus, wenn Zoe und Fabian hier einziehen? Ach, Schatz, natürlich nicht. Ich meine, ich liebe dich doch. Und die Kinder gehören nun mal zu dir. Das tun sie, ja. Und wenn ich dran denke, wie traurig sie manchmal waren, wenn sie ihre Mutter besoffen am Boden liegend gefunden haben, hatten keine leichte Zeit. Na siehste, das Risiko können wir doch nicht eingehen. Na und vor allem müssen wir sehen, dass wir das Haus so schnell wie möglich verkauft kriegen. Wer weiß, wie Elena das verkommen lässt. Und dann wären wir es gar nicht mehr los. Wenn man es so sieht, hast du vollkommen recht. Zoe und Fabian würden im neuen Haus auch ein neues Zuhause finden. Und wenn ich das alte Haus dann verkauft habe, dann ist es wahrscheinlich auch nicht mehr so schlimm für sie. Und schließlich sind sie ja fast erwachsen. Ich hätte meine Kinder wirklich gern bei mir. Und wenn man bedenkt, welcher Gefahr sie ausgesetzt sind, wenn Elena nochmal rückfällig wird, und dass Annika das von sich aus vorgeschlagen hat, das finde ich klasse. Und ich sollte da wirklich so schnell wie möglich handeln. Besser heute als morgen.